Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu mal wieder einem neuen Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Zuckerrohr, eine Melonin und eine Kürbisfarm bauen könnt. Und das mit den neuen Blöcken, den Observern, die quasi Buttswitches sein sollen. Also ihr kennt sie ja wahrscheinlich schon, ihr habt schon viel mit denen gebaut, denke ich jetzt mal, weil die sind wirklich richtig genial. Man kann so coole Sachen machen und ich muss da wirklich mal ein extra Video drüber machen. Aber ja, fangen wir mal an. Also, für die Zuckerrohrfarm brauchen wir folgende Items, wenn ihr jetzt quasi so, wenn ihr sowas bauen wollt. Das, was halt hier jetzt vor mir ist, ne? Also, wenn ihr ein Zuckerrohr, ein einziges Zuckerrohr so farmen möchtet, dann braucht ihr, also ihr könnt das hier immer wieder nebeneinander wiederholen. Deswegen zeige ich das jetzt hier einzeln. Aber für sowas braucht ihr eine Erde oder einen Sand. Zuckerrohr wächst übrigens auf Erde und Sand gleich schnell, nur damit ihr das mal wisst, und auf Gras auch. Also auf allen Blöcken, wo man Zuckerrohr platzieren kann, wächst es gleich schnell, das wurde schon mehrmals bewiesen. Dann fünfmal, ja, weiß gesteinertes Glas, oder wie sagt man das? Auf jeden Fall meine ich mit dem Glas einfach nur Blöcke, die halt, in denen halt das Wasser gefangen wird. Ja, dann eine Wassersource, einen Kolben, normalen Kolben. Ein Leuchtstein, da könnt ihr also Leuchtstein oder einen Baublock, sage ich gleich nochmal drüber was. Dann einen Observer, einen Baublock, einen Redstone, also einen Baublock, wo man halt Redstone drauf platzieren kann, und dann natürlich ein Zuckerrohr. Dann habt ihr sowas. Gut, schauen wir uns die Farm an. Das ist dieses Stückchen hier. Und drunter ist eine Schiene, wo ein Hopper-Minecart die ganze Zeit hin und her fährt. Und das sammelt die Drops auf. Wir haben hier nicht irgendwie einen Wasserkanal oder so daneben, dass die Kolben irgendwie die Items rüberschieben in den Wasserkanal, in der dann die Items wohin schiebt, in den Hopper, und daran die Items aufgefangen werden. Denn dann haben wir das Problem, dass wir die Farm nicht unendlich in die Länge ziehen können, weil wir wissen, wir müssen ja dann mit den Wasserkanälen, ne? Wir müssen dann quasi, wir können ja acht Blöcke läuft ja Wasser, und dann müssen wir entweder weiter runter oder uns halt, ne, oder da ein Schild platzieren und dann drunter Eis, die Items trotzdem weiter surfen, aber das ist ein bisschen aufwendiger. Ich würde es hier mit diesen Schienen machen, die fahren nämlich, also ne, da platziert man einfach alle 10 Blöcke oder so eine Antriebsschiene und dann fährt das Minecart bis sonst noch wohin. Und dann haben wir halt hier so eine Auffangstation, würde ich es mal nennen. Das haben wir nur einen Hopper unter der Antriebsschiene, dann darunter eine Truhe, wo das alles aufgefangen wird, weil ihr wisst ja, ne, Hopper Minecart kann durch Blöcke die Items aufsammeln, also wenn hier oben ein Item liegt, dann sammelt das Hopper-Minecart darunter das auf. Dann hier einfach ein Redstone-Komparator, der führt zu dem Block, zur Redstone-Fackel, und das aktiviert dann das Redstone-Dust hier, welches dann hier zu dem Block geht und dann die Antriebsschiene aktiviert. So, wir haben hinter all diesen Blöcken hier, wo das Zuckerrohr dann, also hinter all den Erdblöcken, muss natürlich Wasser sein, damit das Zuckerrohr nicht austrocknet und halt zerstört wird, ne? Und ja, ganz simpel, wenn das Zuckerrohr wächst, zack, dann kriegt der Observer ein Update, ne? Hier geht das Update in den Block hier rein, aktiviert das Redstone und dann wird der Kolben aktiviert und zerstört das Zuckerrohr. Und ihr habt das gesehen, dass hier zwei Pisten ausfahren. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es liegt daran, also wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr unbedingt wollt, dass wirklich immer nur ein Kolben ausfährt, dann müsst ihr das alles zu Glowstone machen. Aber hier habe ich jetzt einfach um ein bisschen zu sparen, also wenn ihr gerade arm dran seid, dann könnt ihr das auch so bauen, also einfach Steinziegel, also irgendein Block, wo man halt Redstone drauf platzieren kann, der nicht transparent ist, dann irgendeinen transparenten Block, wo man Redstone drauf platzieren kann, dann wieder den, billigeren quasi. Ja, wenn ihr jetzt quasi alles, wir machen das mal noch so mit, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, warum, wenn wir hier überall Glowstone haben, warum das dann nicht, warum da dann nicht mehrere Kolben ausfahren. Aber so fährt jetzt zum Beispiel bloß einer aus. Und wenn wir hier wieder den normalen haben, dann fahren komischerweise zwei Kolben aus. Aber das ist eigentlich egal, ob da jetzt einer ausfährt oder zwei. Selbst wenn hier bloß ein Zuckerrohr wächst, weil das macht ja eigentlich auch nichts aus. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur Melonen- und Kürbisfarm. Dafür brauchen wir zwei Observer, um eine Melone zu farmen. Also eine Melonensamen oder Kürbissamen, dann ein Farmland, was man jetzt übrigens mit dem Mausrad, wenn man draufklickt auf Farmland, dann bekommt man das jetzt im Creative-Modus seit dem neuesten Snapshot. Ging davor, glaube ich, nicht. Also ich wusste nichts davon. Dann einmal Erde,
also quasi zweimal Erde und einmal Farmland draus machen. Fünfmal Glas, ihr wisst schon, ne, wo man das Wasser dann rein speichert. Dann ein Wassereimer, ne, zwei Observer, zwei Baublöcke, wo man Redstone drauf platzieren kann und einen Kolben. So. Also, ihr braucht hier nicht hinter jedem Samen Wassersource. Natürlich geht Wassersource alle vier Blöcke. Also, ihr könnt jetzt hier Wassersource platzieren, dann vier Blöcke weiter. Also, vier Blöcke freilassen, dann bei dem fünften Block wieder eine platzieren. Neben dem Samen. So funktioniert das. Kennt ihr bestimmt auch alle. Und ja, es ist leider so, dass der Observer das nicht erkennt, wenn hier jetzt quasi der Samen sich ändert. Ich meine nämlich, wenn ich jetzt hier eine Melone habe und ich zerstöre es einfach mal, ne, der Samen zu der Melone sich verbindet, dann kennt es der Observer nicht. Der updatet da nämlich nicht. Leider, also das wäre wirklich zu schön, wenn der updaten würde, weil dann könnte ich hier das so bauen, dass halt der Observer hier ist. Dann wäre das halt, bräuchte man einfach viel weniger Ressourcen. Aber das ist so eigentlich auch nicht schlimm. Das ist ja dann wirklich für arme Leute, wenn das schon zu viel ist. Also hier, ne, so. Dann hier der Observer, der wo das Signal auffängt. Dann geht es in die Luft quasi und dann wird es hier von ihm aufgenommen. Einen weiteren Observer. So. Dann hier oben geht es in den Block. Dann in das Redstone-Signal und dann das Redstone-Signal aktiviert dann den Kolben. Und ihr braucht hier schon, ne? Ja. Also den Block brauchen wir schon. Nicht, dass hier auch noch Luft sein kann, wie hier unten. Aber der muss schon da sein, der Block. Ja, und dann habt ihr quasi einen Spot, wo ihr Melonen farmen könnt. Und dann beim, also daneben könnt ihr nicht nochmal das gleiche bauen. Ihr müsst das ein bisschen anders bauen. Und zwar hier, ne, Observer, das ist gleich. Dahinter, hinter dem Observer, muss ein Block hin, ein Baublock, dann Redstone drauf. Und dann hier oben quasi einfach nochmal ein Observer, der so mit dem Output zum Kolben schaut. Ja, das Schienensystem sieht hier vielleicht schon ein bisschen komplizierter aus, sag ich mal. Aber ist es wirklich auch nicht. Also es ist hier halt einfach zwei Spuren breit, weil übrigens die Farmen, ich zeige das mal nochmal, diese Zuckerrohrfarm ist, hat eine Größe von 4x, 8x unendlich. Ich habe hier unendlich hingeschrieben, weil man hier halt unendlich in die Länge ziehen kann. Und diese Melonen- und Kürbisfarm hat eine Größe von 5x, 7x unendlich. Ja, also dieses Schienensystem ist einfach nur deswegen zwei Blöcke breit, weil halt diese Drops auch auf den, aufs Farmland, ja, fliegen können, ne? Und die wollen wir ja auch nicht verlieren. Oder wenn euch das egal ist, dann könnt ihr auch die Schiene plus ein Block breit bauen. Also wenn ihr da, wenn ihr es nicht so genau nehmt. Und ja, also hier ist halt eine Antriebsschiene auf dem Ding, wie vorhin schon gezeigt. Dann geht es hier so weiter. Hier ist nochmal eine Antriebsschiene, um den Power zu geben, damit das Minecart nicht stehen bleibt. Dann geht es wieder zurück und hier fährt es wieder drauf und wieder, ja, nimmt dann seinen Weg, ne? Das Minecart. Gut, ich sollte das vielleicht so gut wie möglich einkreisen, also nicht diese Blöcke hier freilassen, weil dann können eventuell die Drops hier durch diesen Schlitz durchfliegen oder anders rausglitschen. Ich hoffe, dass der Glitch einigermaßen schon gefixt wurde, dass Items ja durch Blöcke raus durchglitschen. Da gab es ja mal was. Aber ansonsten ist es ziemlich simpel, diese Farm auch. Ja, und ich würde sagen, das ist eigentlich alles ziemlich übersichtlich, aber ich zeige euch trotzdem nochmal, wie ihr das Auffangsystem, sag ich mal, baut. Jetzt wird ihr quasi, jetzt wurde quasi ausgeleert, das Minecart. Deswegen ist es da stehen geblieben. Automatisch, das ist schon echt cool. Also ihr platziert eine Truhe, dann auf der Truhe einen Hopper, dann neben dem Hopper so einen Komparator, dann an den Komparator so angrenzend einen Block mit einer Redstone-Fackel drauf. Auf der Redstone-Fackel einen Block, dann macht ihr das hier so, platziert ihr drei Redstone Dust und dann habt ihr das auch schon und platziert ihr noch eine Antriebsschiene. Hier, wo der Steinziegel jetzt ist, müsste dann eure Erde platziert werden. Und ja, dann platziert ihr hier einfach nur noch eure normalen Schienen, die dann in die Richtung der Farm hier laufen. Ne? So. Aber ihr könnt euch die Welt auch downloaden. Ich gebe euch einen Download-Link, also dann könnt ihr das euch noch genauer anschauen, wenn ihr nicht alles verstanden habt. Das war jetzt schon ein ziemlich ausführliches Video, wie ich mal annehmen würde. Und wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ja, für mehr Farmen, abonniert mich gerne. Haut rein, Leute, macht's gut und danke mal wieder fürs Zuschauen. Ciao.